Wir starten in das Jahr mit einer kleinen Prognose der Trends für 2023 aus den Bereichen UI/UX-Design und Frontend-Development, also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Frontend- und UI/UX-Themen bzw. Trends für das Jahr 2023, aber erstmal von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Grundsätzlich, wenn ihr selbst Themen habt, die in diesem Video nicht besprochen werden, schreibt das gerne in die Videokommentare. Ich habe sicher nicht alle Trends und coolen Technologien und Previews, was dieses Jahr so kommt, auf dem Schirm, sondern nur die wichtigsten, die für mich relevant sind, möchte ich euch gerne mal vorstellen. Ansonsten, wenn ihr euch mit der Community austauschen wollt, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung, findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los und gucken uns mal die Frontend-Themen an. Also, auf geht's! So, der erste Trend, mit dem wir direkt ins neue Jahr starten, ist einer, der die letzten Monate die Medien beherrscht hat, und zwar ChatBot-GPT und natürlich die daraus resultierenden Dienste wie GitHub Copilot und Co. Also die ganze Thematik AI-Coding bzw. Programmieren wird auch im Frontend wichtigen Einzug behalten. In welche Phase sich das entwickelt, weiß ich nicht, das werden wir alle sehen. Es gibt eine ganze Reihe von richtig guten Videos dazu. Einige davon sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde jetzt hier selbst nicht viel dazu erzählen, weil da gibt es Leute, die sich deutlich besser damit auskennen als ich. Ich finde es sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wo es hinführt und was es für Frontend bedeutet. Das nächste Thema, was ich mit euch besprechen möchte, ist Edge Rendering. Und Edge Rendering wird die nächsten Jahre definitiv den Markt übernehmen, einfach weil es so einfach ist, so performant und so viele Probleme der Frontendler löst, ohne dass diese viel Arbeit damit haben. Die großen Dienste sind, wie ihr hier seht, schon Vercel. Ich kann in wenigen Minuten ein Projekt etablieren, kann das Projekt benutzen, kann es hosten, habe verschiedene Entwicklungsumgebungen und habe eine Vielzahl von hochperformanten Möglichkeiten, meine Webseite zu deployen. Das einzige Risiko, was ich hier aktuell sehe, ist in Europa die Datenschutzregulierung mit halt der DSGVO. Sobald das endgültig geklärt ist und man wirklich mit 100% Sicherheit sagen kann, man kann Dienste wie Vercel datenschutzkonform einsetzen, werde ich persönlich alle meine und fast alle Kundenprojekte, die ich habe, wahrscheinlich umziehen zu Diensten wie Vercel. Der nächste Trend baut ein bisschen auf den Trends der letzten Jahre auf, dass immer mehr vor allem Webseiten und Frontend Server-Side gerendert werden. Und hier kommen die Meta-Frameworks ins Spiel. Hier gibt es Nuxt, Next, SvelteKit und viele weitere Alternativen, die eure Website auf dem Server rendern, die eure Webseite hybrid rendern, also teilweise auf dem Server, teilweise im Browser beim Client. Und ihr könnt immer granulare einstellen, was wo wie benutzt wird. Beispielsweise Nuxt könnt ihr sagen, dass bestimmte Elemente nur auf dem Client gerendert werden und auf dem Server ignoriert werden. Andersrum könnt ihr sagen, bestimmte Elemente werden nur auf dem Server generiert und direkt als HTML-Template ausgeliefert. All diese Vorteile bieten hochperformante Webseiten mit einer Vielzahl von Möglichkeiten und einer richtig coolen Developer-Experience. Deswegen lohnt es sich für jeden, mal eins dieser Frameworks auszuprobieren. Und auf meinem Channel wird es nächstes Jahr definitiv eine Vielzahl zu Nuxt geben, weil ich persönlich das als coolstes Framework für mich gefunden habe. Und dazu gibt es sicher einige Inhalte. Aber schreibt doch mal in die Videokommentare, welche Frameworks ihr hier richtig cool findet. Das nächste Thema, was ich mit euch besprechen möchte, ist Headless Architecture bzw. Headless CMS-Systeme. Und hier gibt es eine Vielzahl von Strapi, Directus, Storyblock, Contentful und viele, viele weitere. Und hier muss man einfach sagen, dass der Vorteil dieser CMS-Systeme gegenüber WordPress und sowas, vor allem in Kombination mit Edge Rendering, mit Meta-Frameworks, unfassbar gut ist. Man hat einfach die Möglichkeit, seine Daten und seinen Content auf allen möglichen Plattformen mit allen möglichen Technologien zu verwenden, ohne dass ich irgendwelche besonderen Schritte etablieren muss. Bin sehr schnell in der Lage, selbst komplexe Anwendungen ohne ein eigenes Backend umzusetzen, und deswegen muss ich sagen, Headless CMS-Systeme sind richtig cool und definitiv einen Blick wert, deswegen solltet ihr hier mal vorbeischauen. Das nächste Thema ist Vite. Vite ist ein Build-Tool für JavaScript und alle möglichen Frontend-Tools, wie zum Beispiel Vue, React und so weiter. Und man muss sagen, dass Vite in Zukunft immer besser wird. Immer mehr Dienste werden auf Vite switchen. Deswegen lohnt es sich für jeden Frontend-Entwickler, unabhängig von welchem Tools ihr nutzt, sich mal Vite genauer anzusehen. Hier gibt es auch schon die ersten Konkurrenten, die ähnlich aufgebaut sind und ähnlich schnell sind. Allerdings muss man sagen, dass Vite hier aktuell der Platzhirsch ist. Und ich glaube, dass viele, viele Dienste und ja, Entwicklungsumgebungen auf Vite setzen werden in Zukunft als Build-Tool für JavaScript. Deswegen sollte man sich das auf jeden Fall mal ansehen, und wenn man das selbst noch nicht in seinem Workflow integriert hat, sollte man überlegen, ob das nicht Sinn macht, selbst wenn man WordPress-Themes entwickelt oder irgendwas macht, was mit JavaScript auch nur ein bisschen was zu tun hat.
Das nächste Thema ist Flutter. Flutter habe ich die letzten Jahre immer wieder in meinen Trendvideos gehabt und ich glaube auch, dass es kommt. Die Zahlen zeigen ziemlich gut, dass Flutter immer beliebter wird und als Entwickler muss ich sagen, die Developer Experience von Flutter ist wirklich on point. Also es macht einen Riesenspaß damit zu entwickeln. Die Sprache Dart ist einfach zu lernen, extrem super aufgebaut und vor allem, dass Flutter in allen möglichen Kontexten verwendet werden kann. Von irgendwie Apps für Android und Apple bis hin zu Websites, bis hin zu Embedded Code in Car UI, was Toyota beispielsweise demonstriert. Also Flutter ist extrem vielseitig und ich hoffe, dass in Zukunft mehr Projekte auch bei mir kommen, sodass ich irgendwann die Erfahrung angesammelt habe, hier wirklich auch Videos zu produzieren, weil es macht mir persönlich eine Menge Spaß, mit Flutter zu arbeiten. Der nächste UI-Trend ist definitiv Neon-UI. Es lebt davon, sehr helle Farbverläufe zu haben, Neon-Farbverläufe zu haben, also knallige Farben auf sehr dunklen Hintergründen teilweise. Und hierfür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wie beispielsweise Vercel, wie Linear, wie Notion AI, aber auch GitHub oder Railway nutzen diesen Effekt. Und wie ihr wisst von meinem Channel, von meinen Thumbnails, ich bin diesem Effekt nicht wirklich abgeneigt und ein sehr großer Fan. Deswegen muss ich sagen, diese ganze Cosmic- und Neon-UI-Schiene ist auch eine, die ich selbst definitiv benutzen und weiter verfolgen werde. Der nächste Trend, den ich euch vorstellen möchte, ist Gradients. Das ist ein Trend, den wir letztes Jahr schon gesehen haben und der dieses Jahr einfach noch weiter durchstarten wird. Man sieht sie überall, farbenfrohe Farbverläufe, die überall auftauchen, egal welche Plattform, egal welches Endgerät, egal in welcher Farbkombination. Sie werden kunterbunt, sie werden sehr minimalistisch. Man wird Gradients überall sehen und sie werden ein fester Bestandteil der UI des nächsten Jahres und wahrscheinlich auch der nächsten Jahre. Und auch auf diesem Channel werden wir uns dieses Jahr einige Gradient-Tutorials zu Gemüte führen. Und schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr davon haltet. Ich bin generell Gradients nicht abgeneigt, aber ich finde es manchmal einfach too much. Der nächste Trend ist Motion Design und vor allem Design in UI und hier muss man schlicht und ergreifend sagen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kleiner wird. Das sehen wir an Inhalten wie YouTube Shorts, wie erfolgreich die sind oder anderen Plattformen, die Videocontent vertreiben und auch in Webseiten wird es so sein, dass ihr immer mehr Bewegung in eure Designs reinbringen müsst, damit ihr den Nutzer ja bei Laune haltet. Und dieser Trend wird sich durchsetzen über alle Bereiche, das sehe ich und auch auf diesem Channel werden wir noch viele, viele coole Videos zu Motion Design machen. Ich habe ja letztes Jahr schon diverse Scroll-Based Animation Trigger euch vorgestellt. Und hier gibt es in Zukunft noch viel, viel mehr Inhalte von mir. Das nächste Design, was wir uns angucken, sind Minimal und High Contrast UIs. Das ist ein Trend, der die letzten Jahre da war und auch in den nächsten Jahren definitiv Bestand haben wird. Das beste Beispiel ist hier natürlich Apple, aber es gibt auch andere Verfechter dieses Designtrends. Und man muss hier einfach sagen, man tritt damit niemanden auf die Füße. Niemand ist so richtig davon abgeneigt. Deswegen wird dieser Trend auch in Zukunft Bestand haben, weil auch in 3 Jahren werden solche Seiten nicht schlecht aussehen. Solche Seiten werden immer okay aussehen. Damit kann man gut arbeiten. Das ist vor allem für Konzerne, große Projekte sehr wichtig, dass man ein Design erzeugt, was vielleicht nicht mega unique ist, aber dafür einen Bestand hat, der auch in den nächsten Jahren nicht einfach dafür sorgen wird, dass man eine neue Webseite bräuchte. Und deswegen glaube ich, dieser Trend wird in den nächsten Jahren noch weiterhin auftauchen. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Gerne auch mit Trends, die ich vergessen habe. Prinzipiell, wenn ihr mich erreichen wollt, findet ihr dort jede Menge Social Media Links oder auch Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.